Hi, ich bin der Alex von der Flugschule Hirondelle. Seitdem die Kameras immer kleiner werden und kompakter, ja, will natürlich jeder seine Erlebnisse aufzeichnen und das am besten mit so einem Teil auf dem Helm. Im Moment kommen ziemlich viele Flugschüler, die in der Höhenflugschulung bzw. schon auch am Grundkurs Hügel kommen und wollen diese Action Cams auf die Helme kleben oder was auch immer damit tun, sodass sie ihre Erlebnisse direkt mit nach Hause nehmen können. Ist eine feine Sache, allerdings haben wir noch ein kleines Problem mit, und zwar wenn die Leinen vom Schirm sich an der Kamera verhaken und ihr auf einmal so da hängt und euch den Kopf rüberzieht und ihr könnt euch nicht mal bewegen, nach einem Einklapper zum Beispiel, was mal immer passieren kann, dann ist es weniger gut. Ja. Wir haben das jetzt aktuell erlebt bei unserem Sicherheitstraining, war eine Nachbargruppe, die hat, da hatte auch jemand eine Actioncam, eine GoPro auf dem Helm. Und dann wurden halt auch Klapper produziert, ja, und provoziert, die teilweise größer waren wie jetzt, sag ich mal, 50% der Schirmfläche. Und bei diesen Manövern schießt der Schirm natürlich auch vor, die Leinen entlasten. Und da kam es dazu, dass sich Leinen hier verfangen haben und den Piloten mit dem Kopf quasi gefesselt gefangen haben. Ja. Und es war wirklich kurz davor, dass der Pilot die Rettung werfen musste. Also er hat es dann nochmal irgendwie gelöst gekriegt, entweder hat ihm Kamera gefehlt, wir haben das dann immer verfolgt, aber er hatte wahnsinniges Glück. Und deswegen, also bei uns ist definitiv ein No-Go Kamera auf den Helm, geht gar nicht. Also ihr könnt es von mir aus auf die Brust montieren, da gibt es ja solche Gurte für den GoPro, dann geht das auch auf der Brust, das ist okay, aber Beinhalterung oder oben auf dem Helm sowas mit den Teilen, wo sich auch die Leinen verhängen können, das geht gar nicht. Ja. Also nimmt es, also sicherheitstechnisch ist es wirklich ein absolutes No-Go, absoluter Horror, wenn sowas passiert mit so einer GoPro. Gab es jetzt letztens auch eine Sicherheitsmitteilung vom DHV, wo gerade wieder so ein Unfall passiert ist durch eben eine Helmkamera. Deswegen feine Sache, aber lasst es bitte weg vom Helm. Ja, ganz wichtig. Falls ihr dazu irgendwelche Fragen habt, schreibt es uns einfach in die Kommentare. Und ja, wir antworten euch gerne. Man sieht sich, bis dann. Macht's gut. Ciao.